Schwerer LKW-Unfall auf der A92 zwischen Erding und Moosburg. Am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr kam ein etwa 43-jähriger LKW-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und blieb ca. 50 Meter neben der Autobahn in einer riesigen Wasserlache auf der Fahrerseite liegen. Der LKW-Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde von Notarzt und Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Neben Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst waren die Polizei Freising sowie die Autobahnmeisterei vor Ort.